Sind untergegangen. Sind untergegangen? Ja, sind untergegangen. Okay, passt. Mach ich meinen Anker rein. Ja. Ja, genau. Ja, ja. Nice. Jetzt bleibt noch mal 10 Kilometer weg. Ja. Aber so wichtig. Das ist voll in Speed drauf. Gehen. Ja, ja, das ist so übertrieben mit den Skelett-Gallis. Also ich schwimme immer davon her, gell? Du schwimmst schneller als ich, gell? Jetzt ist die Spot. Ruhe des Skelettkapitäns. Kapitänstruhe, Bäde. So. Anni, hilf mir bitte mit dem Anker. Mhm. Wenn man jetzt die Segel oben hat, dann. Ich bin nordwestlich von euch, gell? Ja. Okay. Dann ist mit dem, dann fährt das Schiff nicht mehr weiter. Nordwestlich. Ja. Ich gehe jetzt nämlich her und fahre mich das Schiff rüber zum Ego. Nicht genau beim Frack. Mhm. Ja, cool, ist der Ego stirbt gleich wieder halt. Ich hab jetzt das auch. Und ich hab morgen noch Töne. Hi, Fleisch! Nice. Weit von uns weg, Ego? Schon ein bisschen, ja. Okay. Bisschen näher ran, müsst ihr auf jeden Fall fahren. Nämlich gar nichts leuchten. Anhalten, oh. Anker. Ihr seid viel zu schnell. Und vergesst immer, wie schnell die Frieden ist. Anni, lass den Anker los. Oh, oh Gott. Ich denke mir gerade, hä, was? Ihr sterbt doch wegen mir. Alles gut. So, jetzt nochmal den Anker hoch, bitte. Uiuiui. Wenn du irgendwas also, ganz schön verbockst, bist du eingesperrt von uns. Genau. Also wenn jemand ganz panisch Anker schreit, dann heißt es Anker runter. Okay. Also genau. Angehen, F gedrückt halten und dann einfach nichts mehr machen. Weil dann fällt er von alleine. Genau. Mhm. Das üben wir jetzt gleich mal. Ihr fahrt jetzt nochmal zum Ego. Dann kannst du den Anker schmeißen. Ist da noch was im Wasser, Ego? Ja, hier im Wasser. Ich bin gerade neben. Ah ja, genau, da leuchtet noch. Genau. So, Anni, jetzt drückst du mal beim Anker F. Und mach's länger. Also einfach gedrückt halten F. Genau, und jetzt einfach genau, fallen lassen. Genau. Einfach. Cool. Genau. Da geankert. Und dann ist es halt so, wenn der Anker unten ist, dann kann sich das Schiff sowieso nicht mehr bewegen. Kann sich nur wieder bewegen, wenn der Anker oben ist. Wir sind so, wie wir jetzt sind, geankert, sind wir immer eine leichte Beute für jemanden, der bei uns vorbeifährt. Deswegen, wenn wir Anker schmeißen, gehen wir mal her, machen wir erstmal alle Segel hoch, so wie jetzt halt, sind alle Segel hoch. Und wenn wir jetzt den Anker wieder nach oben hieven, dann kann sich das Schiff nicht bewegen, weil da alle Segel oben sind. Mhm. Aber gleichzeitig sind wir jetzt sofort wieder bereit abzuhauen, weil sonst jemand jetzt genau überfallen möchte. Mhm. Deswegen gehen wir her, machen den Anker wieder hoch. Der Anker dient nur halt, dass man mal kurz schnell stehen kann. Genau. Taxi. Immer noch Taxi. Ist immer noch was im Wasser? Ja, nimm doch die Harpune. Echt? Ich vergesse, deswegen sage ich Taxi. Da ist nochmal was. Das ist so cool, ich hab das noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Nicht? Ne, seit dem Update habe ich es noch nie geschafft. Ich nutze die Harpune so oft.
gerade, um auch unser Schiff halt an das gegnerische Schiff ranzuziehen und lauter zu zeigen. Ja, genau. Gut, das habe ich schon geschafft. Aber das mit dem Schätze holen, das ist halt schon echt geil. Habe ich noch nie gemacht. Also wir wollten immer noch zum Seeposten. Genau, der Seeposten. Welche Richtung ist ein Seeposten? Südwest? Wir stehen jetzt bei, von drei Stück stehen wir genau in der Mitte. Geil! Von wo kommt denn der Wind? Von Nordost. Von Nordost kommt der Wind. Dann fallen das Süden runter, fallen das Trading Point. Jo. Also hinter Plunder Valley ist der. Okay, dann Anni, schmeißen wir die Segel runter. Die Segel runter. So, dann sind wir ein bisschen schneller. Dann gleich mal ausrichten. Den Wind ausrichten. Ein paar ruhig rechts an der Insel vorbei, ja. Ja, okay, gut. Das ist eigentlich immer so Standard, Anni. Also wenn man so Kurs setzt, dann gleich mal Segel runter und gleich mal in den Wind. Das sind so die typischen Abläufe. Yannix ist voll müde. Oh shit. Du zockst immer noch weiter, oder? Ne, Zornax, du bist müde, gell? Du hast aber geschrieben. Warte mal, jetzt müssen wir mal schauen. Ja, Zornax, du bist müde. Yannix, guten Morgen. Ich hab jetzt mit dem Zornax verwechselt. Jetzt alle beide ja X im Namen. Da kommt es gleich schon schön. Ja, genau. Servus. Den oh, Nebel kommt auf. Hätte ich auch so gerne. Also Anni, ist es auch so, die Geisterschiffe, die hier rumfahren, die schon lange sichtbar sind, die fahren halt nur rum und wenn du sie antriggerst, also wenn du sie beschießt, erst dann greifen sie dich an. Ja, okay. Oder wenn du einfach zu nah bist. Echt? Ja, wenn es nah mit dem Schiff kommt, dann greifen sie auch an. Ich habe nie gesehen. Okay. Echt? Okay. Ach, wenn du ganz nah ranfährst, dann passiert das. Ah, okay. So, Segel hoch bitte. Ihr seid schneller. Die Routine. Das ist alles nur Routine. Ja. So, auf so einem Seeposten sind normalerweise auch immer ein Haufen Supplies. Mache ich mich jetzt immer leer, bevor ich auf sowas gehe. Lange. Erst einmal schön Errungenschaft. Für dich, Anni. Mhm. Ich merk's grad. Voll cool. Ja, aber Sea of Thieves hast du wirklich einen immensen Vorteil, wenn du im Team spielst. Jäger, wo sich da schnappen.
Ansonsten nichts mehr dabei. Ja, noch so Preis holen. NPCs sind immer die besten. Hat einen Seeposten und wird leicht sicht. Sehr gut. Ne? Welcome, we're one big happy family here. Die wurden Seeposten hier betreibt, diese Rachel. Bring den Seeposten bloß nicht zum Banken, ich bin Urg, Rachel. Ich bin die stolze Besitzerin von Finest Trading Post. Achso. Tut mir leid, ich werde leicht seekrank. Oh, ich habe noch gar nicht mein Jäger-Upgrade, mein Jäger-Level abgegradet. Kann ich die Angel der Killerwale kaufen? Ui. Sieht ein bisschen besser aus. Tell my mother that friendly mermaid was asking about. Achso, wir haben ja noch einen Meeresvorstand. Meerjungfrau-Steine bringen halt noch viel mehr an EXP für die Level beim Ruf des Jägers als Fische. Auch ich aber war. Adam, ich muss jetzt mal lauter machen, weil ich verstehe dich echt kaum. So. Auf 150%. Gut. Kann man hier auch verkaufen? Ja, natürlich. Ja, geil. Kann den doch immer überall verkaufen. Stimmt, ja. Auch bei Ruf des Jägers. Ja. Ja, cool. Er hat einfach mehr XP als die Fische. Ja, genau. Traurig, aber wahr. Los zum Grillen, sonst werde ich von meinen Eltern gekillt. Also, stimmt, du musst halt zu den Eltern los. Ich könnte ja mal zum Außenposten machen, kaufen. Ja, genau. Ist ja auch nochmal Geld. Lander müsste in der Nähe sein. Ja, Lander. Lander, was ist das für Richtung? Ost, Südost. Ah, okay. Nicht gut. Weiß, es ist lila. Ah nein, ich weiß, woran sie gestorben ist. Lila gleich wieder. Gift. Gift. An der Giftkugel ist sie gestorben. Ja, an der Giftkugel. Ja. Genau. Also ich habe ja zum Beispiel grün. Ja. Du kannst ja hier die Laterne auch einfarben, einiger. Wo? Wenn du an den Laternenbisch rechte Maustasche gedrückt halten und dann R drücken. Okay. Aber lila ist ganz toll. Es gibt aber auch eine Errungenschaft dafür. Kannst du es hier auf dem Schiff auch. Achso, dann mach ich das. Also rechts, genau, ja. Wenn das also ganze Schiff... Halt. Du musst deine Laterne mit der rechten Maustasche hochhalten. Und dann R drücken. Ah. So färbst du ein. Du kannst aber dann auch jederzeit eine andere Farbe dann auch nehmen. Also hochhalten und dann F drücken. Also wenn du jetzt hier rüber kommst an die grüne, hinter dir, hier. Und du jetzt deine rechte Maustasche hochdrückst und dann F drückst, guck, dann hast du jetzt grün. Und so kannst du überall hin. Also ja nix. Dann komm doch. Dann komm doch. Dann rasier die. Genau. Du kannst auch, wenn du vom Vulkan getötet wirst, kriegst rot. Und dann vom Hai kriegst blau. Du kannst dein Schiff auch zur Polizei machen. Hey. Ja. Wasserwacht.
Ja, genau. Hallo, ich fahre den Leuten dann immer hinterher und schreie denen dann hinterher. Stop, this is the police. Geil. Manche hören da sogar drauf. Dann mache ich da sogar eine richtige Schiffskontrolle. Manche machen bei sowas mit. Geil. Oh, Plunder Outpost ist im Osten hier. Ja. Ach, da steht ein Schiff. Wo? Plunder? Mhm. Dann muss noch kurz hier bleiben, dann darfst du mit deinen Eltern gehen. Bin mal welchen Nachfahren mit Woof Woof, it's the sound of the police. Geil. Der Yannix ist mal welchen Nachfahren mit Woof Woof, it's the sound of the police. Lol. Ja, ich habe auch immer Lauzi, wenn ich mit dem spiele, der macht immer Ding an die Titelmelodie von Fluch der Karibik. Na geil. Also. Mach ja nur so Scheiße. Das ist die Frage, wollt ihr einfach drüber fahren oder wollt ihr anhalten? Wir kämpfen jetzt gleich mal am Outpost. Das vordere Segel, ja genau. Ja, wir müssen uns jetzt dranhalten. Ja. Wir sind scheiße schnell, das vergisst man bei der Brücke immer. Ja. Scheiße schnell. Ja. An drüber. Die Kanonen! Da ist jemand im Wasser. Ich muss mir. Der schwimmt auf uns zu. Ja, der schwimmt zu mir. Die Kanonenkugeln mitzunehmen. Das ist wichtig, ja. Das musst du dann angewöhnen. Das ist deine Erfahrung. Nice. Beide down. Nehmen wir das Schiff. Beide down, Alter. Cool. Du bist ja gut. Deswegen auch Ego Killer. Ja, das ist so korrekt. Mein Name ist Programm. Die sind drauf, Anni. Achso. Ja, alles ist gut. Dann muss ich noch ballern. Am besten unter die Kanonen schießen, weil da ist die Schaluppe am tiefsten. Mhm. Ja, die haben irgendein Goldding. Der ist wieder da. Oben, oder? Nicht genug Kugeln mehr. Wo schieß ich denn hin? Jetzt Zettle. Ja, ist gesunken. Ey, nicht auf mich. Sinkt sie jetzt? Ja, easy. Okay. Cool. Meisterschee. Turowart, dankeschön für dein Follow und willkommen an Bord. Danke dabei, eine Schaluppe zu versenken, beziehungsweise ist schon versenkt. Hey, Ego hast du jetzt eigentlich auch, du humpelst jetzt, gell, wegen mir. Ja. Echt? Das kriegt jeder ab. Ich dachte, das gibt kein Friendly Fire. Doch, bei den Kanonenkugeln, bei den Cursed Balls schon. Ach krass. Da musst du mir jetzt ein Pflaster geben. Nö, das geht schnell. Was? So, feindlicher Pirat ist gerade nicht dabei. Er ist nicht mehr gespawnt. Zorro, nee, schau zu. Der Zorro, der ist aus deinem Clan, oder? Mhm. Ja, cool. War cool. Wenigstens einer. Spricht sie jetzt dann gleich rum und dann nächstes Mal ist der ganze Clan dabei. Mhm.
Ja, ich habe den anderen schon Bescheid gegeben, aber ich glaube, die schlafen noch alle.